Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zum Videopodcast des IDW. Heute sprechen wir über das Thema Data Governance. Da die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, setzt sich die Erkenntnis mehr und mehr durch, dass Daten ein eigenständiges und wichtiges Gut sind. Umso bedeutender sind gute Regeln für den Umgang mit den Daten in den Unternehmen. Genau dies bezeichnet man als Data Governance. Das IDW hat ein Knowledge Paper zu diesem Thema erarbeitet und gibt Anregungen und Hilfestellungen, wie man das Thema Data Governance praktisch umsetzen kann. Ich freue mich, zu diesem Thema Dirk Enthoeil als Gast begrüßen zu dürfen. Dirk Enthoeil ist Chief Information Officer bei BDO und Mitglied der IDW-Arbeitsgruppe Datenmanagement. Herr Heil, was genau versteht man denn unter dem Thema Data Governance? Mir fällt bei sowas direkt ein Zitat von Theodat Fontanes Effi Briest ein. Das ist ein weites Feld. Beziehen wir uns auf das, was wir im Rahmen des Knowledge Papers definiert und herausgearbeitet haben, ist es ganz allgemein gesagt ein Rahmenwerk, um halt eben Datenlebenszyklen, wir Informatiker sagen Data Life Cycles, übergeordnet zu steuern, auch einer entsprechenden strategischen Zuordnung zuzuführen. Und mit diesem Datenlebenszyklus meinen wir angefangen bei der entweder internen Erzeugung eigener Daten oder Erhebung Daten Dritter, die von außen reinkommen, über Analyse, Verarbeitung etc. bis hin, das wird manchmal gerne vergessen, zur Terminierung der Daten, sei es, dass man sie in ein Archiv packt, vielleicht für spätere Verwendung nochmal, oder halt eben auch wirklich löscht, vernichtet. Da gibt es dann greifende Regelungen, wie beispielsweise von der DSGVO, Löschkonzept als ein Stichwort. Im Mittelpunkt bei dem Ganzen steht ganz klar die Daten, die im Unternehmen vorhanden sind, egal jetzt, wo sie herkommen, in eine enge Verbindung zu bringen, a, mit der eigenen Unternehmensstrategie und zum anderen eben mit Richtlinien, die zu beachten sind, sei es interner Art oder eben regulatorisch vorgegeben von außen. Für wen ist das Thema relevant? Also wer sollte sich mit dem Thema Data Governance alles beschäftigen? Vereinfacht gesagt, mittlerweile jeder. Es ist kein Privileg mehr großer Unternehmen oder mittelständischer Unternehmen. Zum einen gibt es genügend regulatorische Anforderungen auch an Kleinbetriebe, an Handwerksbetriebe jedweder Couleur. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Daten eben auch wiederum Unternehmensgrößen unabhängig zunehmend eine zentrale Bedeutung für das Wirtschaften an sich spielen. Sei es, dass man sie benutzt, um eigene Optimierungen zu entdecken oder womöglich sogar neue Geschäftsfelder für sich entdeckt, weil man neue Erkenntnisse gewinnt, weil man über die Daten überhaupt erst nochmal auf ganz neue Ideen kommt. Diverse Startups sind genau auf dieser Grundlage, auf dieser Erkenntnis hin gegründet worden. Okay, verstehe. Welche Herausforderungen gehen denn damit für Unternehmen einher, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen? Das ist zuallererst einmal eine Frage der jeweiligen Reife des Unternehmens, der organisatorischen Reife. Auch hier haben wir eine große Spannbreite. Unternehmen mit einer gewissen Infrastruktur organisatorischer Art, über entsprechende Auf- und Ablauf organisatorische Regelungen tun sich leichter. Gerade in den kleinen Unternehmen und im unteren Mittelstand ist das Einführen von erforderlichen Rollen, von Richtlinien, von Prozessen und diese auch verschriftlicht zu haben, immer wieder eine echte Herausforderung. Um einfach nur ein Beispiel zu nennen, wir kennen in der Data Governance den Data Owner als Rolle oder den Data Steward, wie er manchmal auch bezeichnet wird. Und umgekehrt haben wir den Application Owner, der für seine Anwendung, zum Beispiel ein ERP-System, verantwortlich ist. Alleine das Verständnis, dass solche Rollen hilfreich und sinnvoll sind, kann schon einen Schritt darstellen. Diese Rollen zusammenwirken zu lassen, ist dann noch mal ein Thema mehr, würde jetzt heute hier den Rahmen sprengen. So oder so, am Ende muss dies auch im Unternehmen mitgetragen und verinnerlicht werden. Also wir reden hier letzten Endes über Organisationsentwicklung. Das ist sicherlich noch mal abhängig vom Reifegrad des Unternehmens ein Thema. Der andere Punkt ist, nicht zuletzt aus dem Datenschutz und aus der Security wissen wir, wie wichtig ein Umgang mit Daten ist, ein geordneter Umgang, ein dokumentierter Umgang. Auch das ist nicht trivial. Vielleicht eher einsichtig, gerade im Bereich Datenschutz ist für uns alle ein Thema.
Und auf diese Punkte müssen wir wirklich, wirklich gucken. Stichwort Organisationsentwicklung. Wenn Unternehmen sich dieses Themas annehmen und ein Data Governance Management System einführen wollen, wie gehen Sie am besten dabei vor? Auch Bezug nehmend auf das Knowledge Paper, was da sehr gute Handreichungen gibt, sind es im Grunde genommen drei Schritte. Das eine ist das Thema Anforderungsdefinition. Was genau sind meine konkreten Anforderungen? Wie will ich mit Daten umgehen? Mit welcher Zielsetzung? Der zweite Punkt ist dann das, was ich eben kurz angerissen habe, eine geeignete organisatorische Ebene zu definieren. Wie binde ich die Data Governance in die Unternehmensstrategie ein? Welche Rollen brauche ich? Welche Prozesse etc.? Und dann last but not least, das Operative, also das echte Tun. Das heißt, die Abbildung von Data Governance in IT-Systeme wäre mal ein ganz konkreter Hinweis. Die Ableitung von Awareness-Maßnahmen im Sinne von die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen auch darin zu schulen, Data Governance zu leben, fortwährend zu leben, und es nicht als ein Hindernis oder ein störendes Element zu empfinden. Wir haben hier im Grunde genommen Fragestellen, wie wir sie auch aus der Einführung von Informationssicherheitssystemen her kennen, wo Awareness ja auch ein unternehmenskritischer Aspekt ist. Okay. Herr Heil, Sie sind Mitglied der IDW-Arbeitsgruppe Datenmanagement. Wie unterstützt das IDW-Unternehmen bei diesem Thema? Zum einen genau mit dem jetzt veröffentlichten, also im April veröffentlichten Papier zur Data Governance, ein Knowledge Paper. Das ist erst einmal eine sehr schöne Handreichung. Es hat auch große Freude gemacht, dort mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Dann bietet das IDW über die Prüfungsstandard PS89/81 schon länger ganz klare Grundsätze, worauf zu achten ist. Also Stichwort ordnungsgemäße Prüfung von Compliance-Management-Systemen, Risikomanagement-Systemen. Nimmt man das zusammen, hat man, denke ich, einen sehr, sehr guten Einstieg. Gucken wir noch ein bisschen tiefer. Was oder wie können die Wirtschaftsprüfer ihre Mandanten konkret bei dem Thema helfen? Ich bin kein Wirtschaftsprüfer, bin jetzt schon einige Jahre hier tätig. Gleichwohl, der Wirtschaftsprüfer ist ja nach meinem Verständnis nicht ausschließlich nur der Prüfer, nur in Anführungsstrichen, sondern wenn man jemanden prüft, wir kennen das alle aus der Schule, ist man ja auch irgendwo Berater, Unterstützer. Das ist sicherlich eine Gestaltungsaufgabe. Auch in Hinsicht auf Angemessenheit. Wie jedes Governance-System können Sie auch eine Data Governance bis zu einer Ebene treiben, dass es einfach nicht mehr angemessen, nicht mehr sinnvoll ist. Zum anderen haben wir mit den zunehmenden Bedeutung von KI-Systemen, von Machine Learning-Systemen über das IDW mit dem Prüfungsstandard IDW IPS 861 einen Entwurf, der gerade auch an dieser Stelle sehr viele Handreichungen gibt. Und das sind natürlich Themen, die auch unsere wirtschaftsprüfenden Fachkollegen genauso in die Unternehmen hineinbringen. Herr Heil, ich danke Ihnen für das Gespräch und die spannenden Insights zum Thema Data Governance. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass wir Ihnen die steigende Bedeutung des Themas Data Governance in diesem Podcast näher bringen konnten. Sie sehen, das Thema, das birgt zahlreiche Chancen und Risiken für die Unternehmen, aber das unterstreicht nur umso mehr, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Data Governance zu beschäftigen. Das angesprochene Knowledge Paper des IDW ist auf der IDW-Website verfügbar und gibt Ihnen eine Menge an praktischen Hinweisen für den Aufbau solcher Strukturen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.